asiatische Kampfkunst bei den 5. Military World Games in Rio de Janeiro. Taekwondo ist koreanisch. Die drei Silben stehen für Fußtechnik Tae, Handtechnik Kwon und die Kunst oder der Weg Do. Dabei werden Treffer am Oberkörper und am Kopf gewertet. 99% werden mit dem Fuß erzielt. Frontal zählen sie auf der Weste einen Punkt, am Kopf 3 Punkte. Treffer aus Drehungen werden mit 2 bzw. 4 Zählern gewertet. Der Kontakt wird mit Sensoren in der Weste registriert. Kopftreffer erfassen die Kampfrichter manuell. Gekämpft wird 3x2 Minuten. In Brasilien tritt die Bundeswehr mit 6 Frauen und 8 Männern an. Wir haben immer schon gesagt, zwischen 3 und 5 haben wir uns ausgerechnet. Ich gehe davon aus, dass wir das Minimum von 3 erfüllen. Wenn es 5 sind, dann sind wir gut im Soll. Die Titelanzahl, wie wir es letztes Jahr geholt haben, wird nicht ganz möglich sein, weil die Konkurrenz dieses Jahr wesentlich stärker ist. Aber wenn einer dabei sein sollte, wäre das so ein i-Tüpfchen, wo man sich natürlich besonders freut. Hauptgefreiter Konstantinos Konstantinidis, kurz Costa, kämpft im Federgewicht bis 68 Kilogramm. Im Viertelfinale trifft er hier mit dem blauen Helm auf einen erfahrenen Brasilianer. Der wird vom Publikum frenetisch gefeiert. Der Kampf beginnt verhalten. Dann wird der Bundeswehrsoldat bereits am Boden liegend am Kopf getroffen. Kurz wird ihm schwarz vor Augen. Der Brasilianer erhält einen Strafpunkt. Costa ist aber aus dem Konzept und verliert den Kampf mit 3:5. Stabsunteroffizier Sergei Kolb in Blau steht bereits im Halbfinale der Gewichtsklasse Finn bis 54 Kilogramm. Er kommt nicht gut in den Kampf und liegt nach der zweiten Runde mit 3:1 zurück. In der Folge kann der Venezolaner noch 2 Treffer setzen. 20 Sekunden vor Schluss steht es 5:2. Kolb kann nur ein Kopftreffer helfen. Und der Stabsunteroffizier trifft 5:5. Sudden Death, das bedeutet, in weiteren 2 Minuten entscheidet der nächste Treffer über Sieg oder Niederlage. Da heißt es höchste Konzentration. Der Deutsche nutzt eine Chance und trifft seinen Gegner am Kopf. Sieg und damit Einzug ins Finale. Das bedeutet sehr viel, weil, wie gesagt, also das wird nur bloß einmal in 4 Jahren gemacht und ja, das ist ein gutes Erlebnis. Im Finale der Gewichtsklasse Finn bis 54 Kilogramm trifft Stabsunteroffizier Sergei Kolb auf einen Kämpfer aus dem Iran. Der Deutsche in Blau setzt in der ersten Runde einen Treffer am Kopf, 3:0. Doch nach dem Video-Replay wird die Entscheidung zurückgenommen. Auch in der Folge werden 2-mal Treffer des Deutschen nicht anerkannt. In den letzten 10 Sekunden kann Kolb noch einen 3:1 Rückstand ausgleichen. Wieder muss der Sudden Death entscheiden. Der Iraner kontert einen Angriff und trifft. Gold für Iran und die Silbermedaille für Deutschland. Ja, das ist natürlich Erfolg. Aber ich gebe nicht auf, ich werde weiter trainieren und weiter kämpfen, um Gold zu gewinnen. Im Verlauf der World Games haben noch 11 Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten die Chance, auch eine Medaille im Taekwondo zu gewinnen. Deutschland liegt aktuell im Gesamtklassement mit 4 Gold, 9 Silber und 3 Bronzemedaillen auf dem 4. Rang hinter der Volksrepublik China, Brasilien und Italien.